In der letzten Episode. Wir gucken uns mal die Kleidung an. 97%, 92%, ja. Und 93%, ich glaube, der war besser. Diese selbstleuchtenden Kaninchen. Und ich fürchte, wir müssen uns ausschlafen. Also 62 Grad gefühlt, ich würde sagen, die ist sehr, sehr warm. Ich dachte. Ja, natürlich, klar. Und über die Schrottmütze, geil. Diese Ewigkeit viel zu kalt, den Unterschied spüre ich nicht. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. Im Winterumarmungsmodus. In der Folge 9. Das ist einer der Container vor dem Damm. Ja. Wir sind jetzt im Rätselsee. Das ist okay, Handy. Naja, wir nehmen einfach alles mit. Ja, außer die Pfirsiche. Die nehmen wir nicht mit. Das Ziel ist klar. Wir brauchen Futter. Und zwar vorrangig. Energy Drink, 22% funktioniert er dann noch? Wie ist denn das? Kannst du dir da eigentlich auch eine Magenverstimmung zuziehen? Naja. Nimm's halt mit. Ja, es war relativ kalt und wir haben den kürzesten Blizzard der Welt erlebt. Was sagen eigentlich deine Socken, Junge? 90 und 87%. Ja, in der letzten Folge haben wir den kürzesten Blizzard der Welt erlebt. Er ging ungefähr eine Stunde. Oder vielleicht eine anderthalbe, wenn wir großzügig sind. Wir haben noch Zweige zerlegt. Und wir haben noch einen Kaffee gekocht. Okay, 2 Stunden. Aber das war es dann auch. Das ist echt erstaunlich. Komm, renn mit dir. Das Unterkühlungsrisiko ist dir ja mal wieder voraus. Warte. Nicht nix. Gut. Da ist nix. Da ist wieder die Sprühdose, die hier bleibt. Wir sind schon schwer genug. Geil. Nö. Bergsteiger-Socken, Leute. Das ist der Hammer. Da steigt er hier. Über dir, guck mal. Jaja. Naja, guck mal, mehr davon. Und hier tolle, viele Sachen. Genau, für jemand anders. So, und hier? Nichts, genau. Noch mehr davon. Wir haben genug zu essen, Leute. Wir haben wirklich genug zu essen. Das sind hier 12 Kilo, was? Oder ja, 11,5. Und davon gehen 3 Kilo aufs Wasser. Der Rest ist alles Futter. Und wir gehen jetzt erst noch durch den Damm, ja. Ja, Wetter ist ein bisschen windig. Weiß nicht wieso. Ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Ah ja, guck mal, Streichhölzer. Tja. Da lasse ich sie liegen. Sind auch nicht wirklich notwendig. Aua. Junge, da machst du echt die Tür mit so viel Schmackes auf, dass du dir selber voll ins Gesicht schmeißt. Ist ja echt schon schräg. Oder war da so, ist da so eine Spannfeder? Ja, Krater Staudamm, Junge. Steht ja schon da. Super Hirsch. Gäbe es noch mehr Essen. Ja, idyllisches Tal, das wird auch noch so eine ganz spezielle Herausforderung, aber wir gehen jetzt erstmal hier Rätselsee und dann Milton Stumpflusstal ist so das Ziel, ich hoffe, den Elchhautbeutel zu finden. Das wäre echt super. Da wäre es natürlich besser gewesen, man wäre im Rätselsee gestartet, aber so ist es halt. Dafür haben wir Ort der Trostlosigkeit schon hinter uns. Inklusive des Spezialwolfs. Dort. In der hinteren Höhle. Wobei, da kann ich mal eine nehmen. Und du könntest übrigens mal den Revolver einstecken. Fluffy läuft hier nicht mehr rum. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Fluffy wohnt jetzt woanders. Ja, ein Bleak Inlet. Also soll angeblich Fluffy sein. Ich weiß nicht, ob man das so ansehen kann. Pro Fach eine Dose. Limo. Oder Brause. Fassbrause aus der Dose. Hm. Es ist immer wieder so lustig, wenn du dann Fassbrause kaufst. Alles raus hier.
Junge, wir brauchen das Zeug hier nicht, weißt du? Wir bleiben jetzt hier drin. Oh, das können wir uns eigentlich mal bei Gelegenheit geben. Oh, die Socken, ja stimmt, da wollten wir noch was. Aber lass erstmal da. Ist ja auch ein Viertel Kilo. Gewicht bitte. Wasser bleibt gleich hier drin und so weiter. Sämtliche Dosen waren dann hier mal rein. Und eigentlich ziemlich alles Futter, was wir hier dabei haben. Junge, Junge, Junge. Er hat ja angefangen Kartoffelchips, deswegen kommen die dann hinterher. Toll, wir schleppen jetzt die Dose auch noch mit uns rum. Das wird sicherlich reichen, schätze ich mal. Gewehr brauchen wir eigentlich nicht. Revolver nehme ich mal mit. Das Zeug kommt auch mit. So, die eiserne Reserve von Dingen, die man nicht ablegt, das sollte man ja schon... Oh, ist am Ende. Um Gottes Willen. Junge. Das ist immer noch mehr als genug. Gut, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Das sollte ja helfen. Genau. Boah, das Müffel da drin. Das war eine der letzten Interloper-Folgen. War noch eine Lupe, sehr schön. War die Madame, die hier drin die orangenen Kappen gesucht und gefunden hat. Zahlreich. Ja, Junge, jetzt sind wir in derselben Region wie die Madame. Die muss nur Pause machen. Gott, wenigstens dazu sagt er nichts. Nix. Gar nichts. Da war nichts drin, Junge. Es war nur Einbildung. Halber Liter Wasser, sehr schön. Würde ich mal sagen, Wasser. Hier drin. Habe ich die obligatorische Hagebutte. Leider nicht. Naja, noch so eine komische Cargohose. Ja, es ist ja so, es gibt ja keinen Klokasten. Wo kommt das Wasser her? Fragt man sich dann schon. Junge. Ja, komm. Früher konntest du es da unten reinlegen. Geht nicht mehr echt. Kannst du das irgendwie hier so? Siehst du nix, okay. Ich lass mich doch nicht verarschen. Gut. Wenn du das nicht tust... Denn, ja, jetzt kommt wieder dieser Spaß mit den Treppen. Headbobbing vom Feinsten. Was mir auch so richtig übel wird, deswegen renne ich lieber diese Treppen. Die Kanadier sind irgendwie ein bisschen schräg drauf, wenn die Treppen laufen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht nach Kanada gehe, weil, ne, Gottes Willen. Ja, jetzt kannst du wieder schnaufen, genau, hervorragend, genau dein Ding. Nichts zu dem Buch, Junge. Auch nicht zu dem Buch. War das identische Buch, es war die Kopie sozusagen. Ja. So macht Sammeln Spaß. Tja. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprühdosen das sind. Ich habe es jetzt auch nicht gezählt und ich denke, ich werde es auch nicht zählen, weil es ist viel zu viel. Zahl wird sehr, sehr groß werden. Noch so ein Buch, aha. Das kam in Handy. Ist schlechter als unsere, Junge. Das ist kaum zu glauben. Ja gut. Da ist ja doch relativ viel Spielraum nach unten. Die isst ja eh ganz gern. Und, was ist hier drin? Ja, noch ein Verband. Hervorragend. Ja, klar, natürlich. Oh, mir ist viel zu warm. Das Feuer heute Nacht, boah, mir war so heiß. Boah, die geilsten Schuhe. Leider brutal schwer. Ja, die kann drin bleiben. Signalpatrone. Die geilsten Schuhe. Ich glaube, die haben einen Monsterschutz. Sieht man das hier? Sieht man leider nicht. Ja. 12%. Ja, unsere haben nämlich nur 5. Damit bist du natürlich der King, aber der langsame King halt. Eher wie so ein Bär dann halt. Genug Stoff, Junge. Das ist ja jetzt viel zu viel. Auch das ist viel zu viel. Aber nix. Gott sei Dank. Okay. Werkbank. Was gibt's hier Spezielles? Gar nichts. Gut. Die quietschende Tür. Komm schneller, Junge. Gott sei Dank.
Aber wenigstens was zu essen dabei, Junge. Ach, der war wahrscheinlich schon leer. Guck mal. Oh ja, endlich was zu essen. Oh, das war jetzt schon echt knapp. Tja, brauchst du eine Maus? Wir haben zumindest keine dabei. Kannst du ja nach so einem Wolf werfen. Vielleicht lässt er sich ablenken. Nee, nee, kannst du nicht, Junge. Sehe ich sofort. Der flaue Magen ist wieder unterwegs, sag ich nur. So instant durchsuchen. Hatte ich da nicht auch mal so eine Mod? Ah, 97%, das kann man mitnehmen. Ich glaube, ich hatte doch mal so eine Mod. Als das, irgendwie 1.64 oder so. Ja, natürlich, klar. Boah, ich habe wirklich keine Dose dabei, glaub's mir doch. 1.64 war ja, glaube ich, die Version, ab der The Long Dark nicht mehr modbar ist. Vor schon. Und da hatte ich mal so eine Geschwind-Durchsuch-Mod. Wo du einfach angeklickt hast und dann hast du halt gesehen, was drin ist. Und nicht erst so ewig rumgewartet, weil ganz ehrlich, du machst die Tür auf und siehst das. So. Weiter geht's. Nächsten Fächer. Der Stoff kann genauso hier bleiben wie der vorherige. Das, genau. Auf jeden Fall. Oh, hier noch was Leckeres. Nee, da. Ja. Guck mal hier. Es wird nur mehr. Ah, Laterne. Durst, Junge? Ich glaube nicht. Das hält noch ein Weilchen. Der Sattbonus hängt jetzt zum Glück auch nicht vom Durst ab. Das brauchen wir garantiert nicht, weil wir haben unser eigenes dabei. Und das wird uns wahrscheinlich bis zum Ende treu begleiten. Wir sind schon auf 80% runter. Gut, vielleicht dann doch nicht. Oh echt, hier steht keine Sprühdose. Ist das Wassertabletten und noch eine Notfallspritze. Ja, für diese, diese Herausforderung, bis die Toten schlafen oder wie die heißt, irgendwie sowas in der Richtung. Das sind ja diese Notfallspritzen interessant. Das Problem ist, die liegen ja nur an ganz bestimmten Stellen. Das heißt... Einfach Park an, nö, danke. Das heißt, du rennst eigentlich durch die Welt, hast am besten die Liste vor dir, wo diese Dinger liegen können, und rennst halt von Punkt zu Punkt, um die halt abzusuchen. Das Ding war zu schrottig. Das brauchen wir erst recht nicht. Das nehmen wir mit. Kriegst du noch einfach ein paar Dosen. Leider nicht, Junge. Leider nicht. Ja, ich weiß, es ist total komisch. Gut, ich muss aber auch sagen, selbst im Schleicher haben wir davon Unmengen von den Streichhölzern. Unmengen. Und auch im Interloper ist es nicht zu knapp. Ja, bei 82% kriegt man das hin. Weil ich eine Gewehrpatrone. Alles drin bleiben, das reicht uns. Sonst sehe ich hier nichts. Noch ein Lernbuch. Auch fürs Gewehr. Da müssen wir den Jungen mal ein paar Stunden oder Tage einfach mal lernen lassen, damit wir die Bücher mal losgehen. Ja, wahrscheinlich macht das sogar total Sinn. Es gibt ja jetzt Magnesium. Fackel. Es gibt ja kein Lagerkoller-Risiko, von daher. Nur der 40. 42, okay. 25. 26. Und irgendwo wieder bei der 40. 38. Und. This will come in handy. Wunderschön. Zweimal Schrott. Naja, eigentlich nicht. Die Stiefel sind schon cool. Und das Schießpulver ist natürlich auch der Hammer. Fertiges Schießpulver, Leute. Kannst du trotzdem hier nicht verwenden, weil du musst trotzdem nach Bleak Inlet damit. Ja. Leider schon. Ich habe bestimmt wieder tonnenweise Dinge übersehen, aber der Bildschirm ist sehr groß und ja. Die Entfernung vom Bildschirm leider nicht. Ein Militärmantel. Oh ja. Ich dachte, das wäre es schon, deswegen bin ich schon auf I gegangen. Achso, den haben wir schon an. Ja, dann tschüss. Wenn das so ist, Junge, sag mir doch Bescheid. So.
Unterer Damm und Co. machen wir, wenn wir Richtung idyllisches Tal gehen. Also wir machen das jetzt hier wirklich tatsächlich relativ kurz. Im Sinne von durchsuchen hier erstmal. Ich will ja auch wieder weiterziehen. Also wirklich, Leute. Das muss ich ja schon sagen. Wir nehmen jetzt erstmal wieder alles auf. Ich weiß, es wird viel zu schwer, aber so ist es halt. Ja, und ich hätte immer noch gerne einen Button für einfach alles nehmen. Achso, es ist nach Gewicht, deswegen verschwinden die Dinge. Ich denke schon. Ja, alle 10. Ich hätte gern einfach alle 10. Okay, und nicht nur 3 genommen. Ich weiß sowieso nicht, wie das funktioniert. Du hast eine Schachtel. Moment, ich zeige das gleich mal, was ich habe, damit ihr versteht, was ich meine. Das ist ein 48 Kilo Junge. So, es ist ja eine Schachtel. Also wenn ich die komplett ablege, so. Halt, warte mal. Wir müssen natürlich umlagern. So. Also. Ich lege die ab. So. Da. Schachtel. Eine Schachtel streichelt. So. Ich nehme die Schachtel. So. Lege eines raus. Guck, Schachtel. So. Und jetzt haben wir aus einer Schachtel 10 gemacht. 10 Schachteln. Wie funktioniert das? Ja, genau. Verstehe ich ja nicht so ganz. Jetzt haben wir wieder eine Schachtel, ja. Also das ist schon sehr, sehr schräg. Ja, Junge, wir werden heute hier bleiben. Ich weiß, es klingt total dämlich, aber du bist total relativ im Eimer und wir wollen jetzt auch mal die Bücher fertig lernen. Und mit fertig lernen meine ich halt wirklich hier fertig lernen. Ich halte auch das Essen im Auge. Das Trinken ist nicht so schlimm. Achso, das war natürlich jetzt total dämlich. Das ist dann doch schon schlimm. Okay. Ja, komm, Kartoffelchip. Wir müssen da ran. Es bringt ja nichts. Naja. Die 21 Kalorien hast du dann auch nochmal gegessen. Sehr schön. Also für den schlechten Kartoffelchips bekommt anscheinend auch kein Hunger oder sowas. Oder, nee, nicht Hunger, kaputten Darm. Nix da. Aber du musst lernen. So. Jetzt sind wir da erstmal wieder gesättigt. Welches Buch war das? War das das? Nee, es war es nicht. Es war das andere, natürlich. Damit wir die Bücher mal ablegen können, weil das so funktioniert so nicht. Wir machen jetzt einfach einen Schweinsgalopp, solange es halt geht. Oh ja, nee, hab ich echt keinen Bock. Diese ganze doppelte Lernerei. Oh ja, jetzt ist da mal Licht. Das kannst du ja noch viel länger machen. Naja, Gewehrschusswaffe 2. Hervorragend. Nee, das waren die hier nicht. Nee, ich weiß gar nicht. Es gibt hier überhaupt welche? Ich weiß gar nicht. So, dann können wir die beiden nämlich schon mal ablegen. Ja, wir werden jetzt direkt noch pennen gehen. Ja, nachdem wir getrunken haben, natürlich. Schläfst du einfach aus, Junge? Beziehungsweise nein, du schläfst hier nicht aus. Du schläfst jetzt 8 Stunden. Ganz ehrlich, die 4 Kilos müsste eigentlich passen, ja. Passte relativ genau. Okay, Junge. Kartoffelchips oder Ketchupchips geht gerade weiter, die Reise. Definitiv. Oh ja. Steigt der Zähler massiv. Na, da bleiben wieder ein paar übrig, gell? Nee, hast du reinbekommen. Uiuiuiui, was ist mit dir los? Gut. Nächstes Buch. Wie viele Stunden hat das? 5. Wobei, das ist nicht so relevant. Feuer machen wäre relevant oder wir nehmen einfach das angefangene Buch hier. Versuchen wir da 5 Stunden drauf zu tackern. Bin mal gespannt, 5 Stunden, wo das Wasser hingeht. Das reicht 8 Stunden. Okay, alles klar. So ist das hier. Machen Sie gleich nochmal Wasser drauf und dann fängst einfach das andere Buch auch schon mal an. Soweit du halt kommst. Ja, es ist übrigens nicht auf Level 2 gekommen, lustigerweise. So 7 Stunden, echt? Ja, ja, Blizzard. Wen interessiert's? Komm, wir sind hier schön im Warmen. Oh, guck mal, weiter geht's. Yes. Und jetzt kommt gleich die Obermagie hier. Es verschwinden 4 Tüten auf einmal. Vorrang. Ja, Junge. Jetzt geht das mal wieder ins Bett. Damit wir am nächsten Tag weiterlernen können. Wasser geht gut runter, aber das macht überhaupt nichts. Ja, jetzt kannst du dich ausschlafen. Komplett erholt, aufgewacht. Und es war wieder eine Punktlandung. Hervorragend.
Warte mal, was sagt denn der? Wir haben jetzt die ganzen Chips aufgegessen. Dann trinken wir jetzt Dosen. Dann machen wir das jetzt einfach so. Wir müssen nämlich dringend weg. Wir werden jetzt auch tatsächlich richtig leicht. Das ist echt krass. So. Ne, mach das mal komplett voll. Genau. Wie ist denn das? Trinkst du? Das bleibt ja noch was übrig, gell? Ja, genau. So, dann kann man nämlich jetzt... Ja, ich war ja schon drin, ich Idiot. Das erstmal fertig machen. 3 Stunden. Und dann trinkst du wahrscheinlich nochmal die Dose leer. Weil dann können wir nämlich die 5 Stunden hier auch drauf lernen. Die da, die ist angefangen. Ah, die machst du nochmal auf. Ah, wieder verschließbar. Das ist natürlich schon praktisch. Die kann halt ihr denken halt mit. So, dann sind wir dann auch da auf Level 2. Ja, das andere Buch, das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Das ist nämlich nochmal 5 Stunden. Naja, das war auch eine angefangene Dose. Vorragend, Junge. 5 Stunden, okay, dann machst du ja sicherheitshalber noch eine Dose, komm. Die Kalorien kannst du lustigerweise bei so einer Dose drüber ziehen, das ist kein Problem. Aber das Wasser nicht. Okay, komm, 5 Stunden. Schaffst du das oder müssen wir dann ins Bett? Oh, hast du geschafft, hervorragend. Dann fliegen die Bücher nämlich jetzt mal raus. Alle 4. Ja, ich schlepp kein einziges mit uns rum. So, Feuerlevel 2, sehr schön. Das dürfte jetzt nicht das einzige sein. Hallo? Okay, war es anscheinend doch. Gut. Okay, Kadaver kochen, Feuer machen Level 2, Eisfischen, Schusswaffe Level 2, Bogenschießen und Waffenschmieden sind die einzigen, die auf Level 1 sind. Also ja nicht schlecht. Da sind wir ja tatsächlich relativ weit gekommen. Ja, das bringt jetzt leider mit Schlaf überhaupt nichts. Okay, können wir irgendwas machen? Du könntest einen Energy-Drink trinken. Oh, komm, renn damit. Yes! Guck mal. Oh ja, oh, Erschöpfung verringert. Achso, das sind die Bücher. Ja, nix der Erschöpfung verringert, Junge. Willst du Zeitung lesen? Wie ist denn das? Was haben wir eigentlich so viel dabei? Ach, die Socken. Kann man die noch reparieren? Wahrscheinlich nicht. Wie lange brauchst du denn für das Reparieren der Socken? 40 Minuten, okay. Hol mal die Lampe raus, weil wir haben ja da unten... Nein, du sollst die Lampe anmachen. Mach mal die Lampe an. Komm, hallo. Jetzt mach doch die Lampe an. Junge, ich muss mal... Da unten ist nämlich, guck mal hier. Noch tonnenweise Öl. Ja, also easy. Dann machen wir das. Reparieren wir mal die Socken hier. Stoff 34%, dann sind die nämlich auch mal tiptop in Ordnung. Ich hoffe, die Lampe geht in 40 Minuten nicht aus. Hervorragend. So, wie hat die jetzt? Wie hat die jetzt? Wunderschön. Abgenommen, gar nicht so viel. Komisch, hat sich irgendwie anders angefühlt. Achso, jetzt habe ich sie ausgemacht. Da ist der Schlafsack, okay. Ja, du kannst natürlich immer noch nicht pennen. Da kannst du die aber mal zerlegen. Jetzt zumindest da auf der einen Seite schon mal. Auf dem einen Fuß schon mal ein paar. Wir ziehen uns seinen linken Fuß an, der ist schön warm und der rechte ist halt nicht ganz so warm. Oder andersrum. Das ist der linke und das ist der rechte, genau. So. 22,9 Grad. Tja, Junge, ich würde jetzt sagen, wir warten jetzt erstmal. Weil ich glaube, wir haben nichts zu tun. Na gut, wir könnten zumindest mal das Messerchen wetzen. Das ist auf jeden Fall. Ja, 98%, sehr schön. Kannst du jetzt schlafen so langsam? Ja, jetzt kannst du tatsächlich schlafen. Das ist ja nicht schlecht. Du hast übrigens noch die Lampe in die Hand. Kannst du mal weglegen, hallo? Gut. Gute Nacht, der Herr. Hab ich nicht gesagt, du sollst die Lampe weglegen? Was ist denn das? Aber wir wachen immer um dieselbe Uhrzeit auf. Hast du so eine innere Uhr oder was? Wahrscheinlich. Okay, die Dose fliegt jetzt erstmal raus. Ja, wir werden gleich nochmal durchgucken, was wir da eventuell noch rauslegen können. Trinken wir Dosen oder trinken wir Wasser? Wir trinken wahrscheinlich... Warte mal, was ist denn hier alles noch so gut? Oder Fisch? Das ist natürlich schon der Hammer. 49%, da geht bestimmt nichts schief. Geht es tatsächlich nicht. Okay. Ja, wir haben echt viel Essen dabei, alter Schwede. Gut. Füllst du den Rest noch mit Wasser auf. Also das ist noch Zustand. Wasser ist natürlich immer 100%. Selbst kaputtes Wasser. Also dieses 0,5 Liter, 0,51 Kilogramm echt.
Den Schlafsack haben wir aufgehoben, oder? Ja, Hammer. Gut, jetzt will ich dann doch mal durchgucken, was wir hier lassen. Wir haben drei Zunder. Das müsste eigentlich reichen, vor allem wenn wir den Brandbeschleuniger nehmen. Vier Energie, vier Dinger hier. Ich weiß was hier. Tschüss. Wobei. Ach ja, tschüss, komm. Das ist auch viel zu viel. Wir brauchen nicht 24 davon. Hier auch nicht im Übrigen, Junge. Nur das Bescheid weiß, und 12 Verbände sind reichlich überladen. Und hier, ich würde mal sagen, zwei. Sind mehr als genug. Ja, Futter kommt mit. Das nehme ich jetzt auch mal alles mit. Auch wenn wir wahrscheinlich wieder Nähsets finden, aber so ist es halt. Wir warten jetzt noch eine Stunde. Bis es erstmal hell wird hier. Ja, da liegt das ganze Graffel. Ja, das war zu lang gewartet. Ganz klar. Der Klassiker ist. Jetzt doch unternommen. Nein, wir warten. Wir warten jetzt den Blizzard mal fertig. Ich gehe jetzt einfach vorwärts. Komm, den Damm machen wir, wenn wir, wie schon gesagt, Richtung idyllisches Tal gehen. Okay. War wieder ein kurzer Blizzard. Ja, ich will heute noch was schaffen. Komm. Ja, ist ein bisschen kalt, aber was willst du machen? Ist jetzt gleich viele Tage später. Ich glaube, zwei oder drei Tage haben wir jetzt gelernt. Also die 25 Tage kriegt man easy zusammen. Das ist so ziemlich das Leichteste. Ja, es ist halt wieder kalt. Uns fehlt noch das ein oder andere richtig gute Kleidungsstück. Kein Wolf hier, Gott. Okay. Interessante Punkte. Wir sollten die vielleicht jetzt auch in einer Art chronologischen Abfolge abgehen und nicht direkt ins Lagerbüro schabenzeln, sondern wir gehen jetzt erstmal hoch zu den Wölfen. Das heißt, wir gehen erstmal hier runter. Unter die Brücke. Und gucken erstmal, ob hier was liegt und was hier liegt eventuell. Manchmal lehnt hier ein Gewehr, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Gar nichts, gut. Alles klar. Ja, wir haben einige Dinge abzugehen. Bunkersuche. Also ich sag mal, ein paar Stellen werde ich ansteuern, aber die ganze entlegenen, das, wo du da halt wieder ewig unterwegs bist, ich weiß nicht, ob ich das mache. Gerade da hinten an diesem Holzfall, an diesem kaputten Turm da, das ist einfach viel zu abgelegen und persönlich finde ich zu aufwendig. Und trinken wir auch uns Sirup. Momentan, wir haben erst vier. Immer noch, ja. Wir haben zwar jetzt mal alle Kartoffelchips aufgemampft, die wir hatten, aber das zählt ja nicht für Ahornsirup. Ist ja leider kein Äquivalent. Du kannst ja nicht entweder oder, sondern du musst beides. Und es war ja irgendwo auch klar, dass sie dann natürlich eines rarer machen, dass sie nicht das identisch oft verteilen. So, Junge. Was ist mit dir? Nix, ganz einfach. Der Eisenbahnverlader. Ja. Ist ein bisschen kälter hier, habe ich den Eindruck. Ja, doch eine Spur schon. Es ist lustigerweise kälter als in dem Blizzard. Als wir in der Schlucht waren, ja. In der letzten Folge. Meine Fresse. So. Rinn mit dir. Drin ist es zwar nicht wärmer, aber voller. Can't feel my feet. Na, den lass mal liegen. Das bringt gar nichts. Das bringt wahrscheinlich auch nichts und das lasse ich alles liegen. Ja. Ich kann echt viele Dinge hier finden. Das ist echt unglaublich. So, Junge. Wir gehen einfach die Gleise weiter. Was uns entgegenkommt, wird durchlöchert. Ich denke, da vorne ist einiges, was uns entgegenkommt.
Der Turm ist von besonders großem Interesse, natürlich. Die ganzen Hütten am See, auf dem See. Na, sieht er uns oder wie ist das hier? Nö. Wir sind unsichtbar. Wir reden auch nicht vor uns hin. Ah, jetzt. Naja, das hat ihn ja nicht gestört. Gut, dann kriegt er halt eins mit dem Messer rein. Ja. Komplett aufgeladen. Stauchtes Handgelenk. Das ist natürlich schon, ich sag mal, schade. Oh, echt, müssen wir von unseren 8 Verbänden einen verwenden. Oh. Und von unseren Tabletten. Siehste, easy. Habe ich den nicht getroffen? Anscheinend habe ich den nicht getroffen. Doch, ich habe ihn getroffen. Stimmt, dann zweimal Blut. Er hat so viel Speed drauf gehabt, dass er einfach durchgerannt ist. Ja gut, wir sind erst auf Level 2. Das ist natürlich noch nicht wirklich die Wucht. Oder sind wir nur auf Level 1? Ich weiß es gar nicht mehr, echt zu sein. Gewöhnlich sind hier eigentlich 2 Wölfe unterwegs, aber das weiß man nicht. Der andere könnte auch abgehauen sein. Das ist der tropfende Wolf. Wir haben ihn leck geschlagen, ja. Sag ich nur, oh, zapft es. Würden die Vampire wahrscheinlich sagen. Wie ist denn das eigentlich? Gibt es eigentlich Werwolf-Vampire? Ja, noch eine, Junge. Ein paar Prozent hast du irgendwo verloren. Ich weiß jetzt aber nicht wo. Ja, noch eine. Warum eigentlich nicht? Aber vielleicht hat die gelitten. Stand eigentlich nichts da. Es stand nur ein. Prellung. Prellung und Handgelenk halt. Verstaucht, hallo? Ja, natürlich. Nee, ich will da nicht hoch. Ich will da nur an der Seite vorbeilaufen, natürlich. Ah, guck mal, Lernbücher. Bücher, wohlgemerkt. Ja, ja, ja. Du merkst, wie einfach der Modus ist. Eine Fresse. Von den Funden her zumindest. Guck mal, noch eine Tuch, falls sie gelitten hat. Naja. Hat alles rausgeworfen. Oder fast alles. Ja, komm, jetzt gehen wir erstmal zum Lagerbüro, bevor wir zum Turm raufgehen. Weil Turm raufgehen heißt ja im Prinzip auch gleich weitermarschieren. Ja, guck dir mal, wie das Auge runtergeht von dem bisschen Gerenne. Junge, was ist denn das? Das waren vielleicht 15 Sekunden, die du da gerannt bist. Wie willst du da joggen gehen? Also du würdest wahrscheinlich nach einem halben Kilometer würdest du wahrscheinlich dann schon wieder sagen, oh, jetzt muss ich auch 12 Stunden schlafen. Oh, ich bin so fertig. Also ist natürlich Joggen nicht gleich Rennen, das ist mir schon klar, aber trotzdem. Ah, Junge, meine Fresse. Ah, oh, der Hirsch, komm. Wir nehmen ihn, yes. Komm, wir nehmen ihn einfach. Kommt doch näher. Ja, ich weiß, wir sind nicht besonders schnell. Das irritiert erstmal, ob da wirklich jemand entgegenkommt. Guck dir das mal an, zweimal gerannt und der Junge kann schon wieder sich aber ordentlich in die Falle hauen. So, und hier? Beides nix, gut, alles klar. Rinn mit dir. Lass uns dringend mal erwärmen. Und das machen wir vielleicht, indem wir auch eine Stunde schlafen. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ja, komm, ruckel dich mal hoch. Ja, ich verstehe nicht, warum man das Speichern nicht unabhängig machen kann von dem Spiel selber. Ja, viele Dinge liegen hier. Gute Nacht. Gut, Unterkühlungsrisiko. Ja, jetzt ruckelt das Spiel wieder. Meine Fresse. Oh ja, geiler Schlafsack, 38%. Knallt er den Schrank zu, weil er nichts gefunden hat. Guck mal, noch eine Lupe. Dose, okay. Nix, echt. Eine wunderschöne Weste. Oh ja, geil. Also nur die Eulenklamotten dicker dagelassen. Vor allem, das liegt
In einem Becher. Nö, nix. Leider schon, okay. Vielleicht da irgendwie Ahornsirup drunter. Sieht nicht danach aus. Okay. Wonder if this is any good to eat. Nee, ist es nicht. Wissen wir schon, Junge. Oh, jetzt habe ich die Zeitung genommen. Das war natürlich schon wichtig. Ja, lassen wir hier. Der Stoff, da liegt noch ein Topf. Eine Dose, was ist auch der Fisch. 97%. Niegelnagelneu. Schweinefleisch mit Bohnen, noch ein Tee. Sehr schön. Liegt noch eine Dose. Ah ja, das nehmen wir mal mit. Aber noch mehr zu lernen. Ja, besser als unsere kann sie eigentlich nicht sein. Unsere ist auf 100%. Gut, das mal dahin. Hier ist noch eine Schnur und ein Haken. Angeln gehen wir aber nicht. Das müssen wir eigentlich auch nicht. Hm, natürlich. Oh, geil, Stoff. So, das bleibt drin. Zeitung, Gott. Ja, das war das Lagerbüro. Okay. Da ist nochmal Wasser. Sehr schön. Das kann man gut gebrauchen. Müssen wir nämlich nicht kochen. Kein Ahornsirup. Alles klar. Gut. 40 Kilo sind wir leider wieder rauf. Oje, oje. Die Bücher, Junge. Die Bücher. Ja, komm. Schmeiß das mal raus. Da haben wir schon wieder 3 Bücher zu lernen. Meine Fresse. Aber wir gehen jetzt trotzdem weiter. Und zwar in Windrichtung. Ja, ja, ja. Muss der Wind sich jetzt was ganz Schlaues einfallen lassen. Damit er uns hier wieder gehörig entgegenwehen kann. Wie viel Schuss haben wir jetzt eigentlich? Geil. Das ist fast 100. 98. So, wir suchen jetzt gleich mal die erste Bunker-Location mit ab. Wenn wir schon hier sind. Jetzt müssten wir sehr viel Glück haben, wenn er jetzt gleich direkt hier wäre. Wir werden natürlich, wenn wir um den See gehen, natürlich auch die Bunker-Location dort abgehen. Richtung Ellens Höhle. Und, tja. Da müssen wir mal gucken, ob da noch was geht. Haben wir schon wieder runtergestiefelt. Temperatur geht leider immer noch leicht runter. Dabei ist schon Mittag. War an der Küstenstraße irgendwie wärmer auf dem Ort der Trostlosigkeit. Es könnte aber auch sein, dass diese Periode, die du am Anfang halt hast, dass es die vielleicht auch gibt, dass es am Anfang erstmal nicht ganz so zu krass ist, dass du sozusagen erstmal ins Spiel reinkommst. Dass es jetzt einfach vorbei ist. Und ist er hier. Sieht nicht so aus, würde ich mal sagen. Oder? Naja, hier drüben ist eigentlich nicht. Gut, alles klar. Hätten wir das auch rausgefunden. Echt, da drüben sind Wölfe. Hab ich gar nicht gesehen. Der Händler ist unterwegs. Achso, wir sollten ja auch den Revolver ziehen, natürlich. Komm, Junge, runter mit dir. Ja, darfst echt nicht zu viel rennen. Der Junge ist so schnell ausgematscht. Das ist echt übel. Ja, das mit der Fitness. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, man muss halt dazu sagen, 40 Kilo Rucksack ist natürlich nicht ohne. Ah ja, da liegt der Wolf, den wir geschossen haben. Also angeschossen, mit dem wir gerungen haben. Weiter hat er es aber nicht geschafft. Da haben sich die Hirsche bestimmt auch erschreckt. Oh, da kommt ein Wolf und jetzt legt er sich hier schlafen. Der tut bestimmt nur so.
Ja, ich wollte zweimal schießen, aber der war so schnell. Das hat nicht funktioniert. Und ja, die Wolf-Animation nach dem Sterben, die ist immer wundervoll. Er kippt dann nämlich einfach nur zur Seite. Selbst wenn er noch so viel Speed hat, er hält dann einfach an und dann kippt. Klappt da um wie so ein Jarnier. Tja. Tja, Junge, da du relativ matschig bist, frage ich mich fast, ob wir im Turm lernen. Naja, da hat er eure Schuhliebhaber hier. Oh, ich habe so lieber ein paar zu viel Schuhe als zu wenig dabei. Inzwischen steigt die Temperatur auch. Hey, wollen wir noch ein paar Steinhäufchen bauen? Ja, wir sollten die Bücher noch lernen. Das heißt, heute und morgen, der Tag ist wieder den Büchern gewidmet. Am Futter scheitert es auf jeden Fall schon mal nicht. So, ja, da drüben müssen wir auch noch hin, obwohl ich da nicht wirklich Ahornsirup erwarte. Ich erwarte eigentlich an den Hütten am See vor allem. Ja. Bin mal gespannt, werden wir wahrscheinlich erst am übernächsten Tag schaffen. Ja, und ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben diese Holzfäller. Hütten, die könnte man eigentlich dann abgeben, wenn man hier runter geht, dass man die erstmal ab ansteuert. Dann könnte man zum kaputten Turm. Ja, wahrscheinlich macht das Sinn. Zu der einen Hütte und dann ein rätselhafter Teich oder ein namenloser Teich. Dann vielleicht erstmal zurück zum Rätselsee. Aus der Aussichtsturm. Zum Lagerbüro zurück und dann gucken, dass man da Ellens Höhle vielleicht auch durch diesen Fluss erstmal läuft. Zum Bach. So, ja, ich wollte ja eigentlich so gehen. Wegen des Drehwurms. Ja, Junge. Siehst du hier irgendwo Ahornsirup stehen? Wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Zumindest nicht außen. Da sehe ich noch mehr Munition. Ja, das wird nicht besser. Wir müssen uns so langsam entscheiden. Oh ja, noch ein Lernbuch. Wir werden auf jeden Fall eine Weile hier oben bleiben. Noch zu essen, vielleicht noch ein paar Schmerztabletten. Oder die. Ja, wir nehmen einfach aber alles. Warum eigentlich nicht? Hey, komm. Rinn damit. Der Junge kann es vertragen. Wie gut sind die denn eigentlich? Die könnte man sogar essen. Ja, aber Ahornsirup ist auch hier. Fehlanzeige. Da hatten wir echt viel Glück, dass wir so viel gefunden haben. Ich fasse es nicht. Das ist alles hier. Passt. Tja, Junge. Kochen. Ja, warum eigentlich nicht? 5 Stunden. Schaffst du das? Ah, das schaffst du natürlich nicht. Das ist klar. 3 Stunden hast du geschafft. Hm. Blöd. Okay. Dann essen wir erstmal die leckeren Sachen, oder? Du könntest eigentlich auch die Schweinefleisch mit Bohnen essen. Muss ich natürlich dran denken, die Dose wieder abzulegen. Ja, ja, wir bleiben auch hier. Keine Sorge. Da geht das Wasser wieder runter. Verstehen muss man das, glaube ich, nicht, warum das mal bei manchen rauf geht, bei manchen runter. Der Raphael van Lierop wahrscheinlich in Eigenregie herausgefunden, wie ihm das schmeckt. So, was haben wir gelernt? Das haben wir gelernt. 2 Stunden brauchen wir noch. Mal gucken, ob wir heute Nacht noch was schaffen. Ja, aber ich würde gerne noch ein bisschen was anderes lernen. Hier, Gewehr, Revolver. Eine Stunde, das ist doch gar nicht so schlecht. Zu dunkel, weißt du, in der Höhle mit dem Wolf, das war da gar kein Problem. Aber hier, da siehst du ja die Hand vor den Augen noch. Und da kann er dann nicht mehr. Na ja, guten Nacht, der Herr. Ja, komm, mach 12 Stunden. Ja, in der nächsten Folge werden wir noch fertig lernen. Was heißt fertig lernen? Wahrscheinlich den ganzen Tag lernen, weil wir doch einige Bücher noch haben. Und dann heißt es eigentlich die besprochene Tour. Das heißt erstmal runter zu den Holzfäller,
Baracken. Wir könnten da mal gucken, ob der eine Bunker da in der Nähe ist. Kaputter Turm wäre dann angesagt. Dann halt diese Hütte beim namenlosen Teich, der namenlose Teich selber. Und dann erstmal zurück zum Lagerbüro, dann Rätsel und so weiter. Ja, alles kommt in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.